willkommen zu einem Video von mir, das ein wenig polarisieren wird. Aber ich habe mich jetzt breitschlagen lassen, weil es hagelte wirklich ganz viele Nachrichten mit Sadir. Wir wollen gerne wissen, wie wir auf Türkisch beleidigen können. Hauptsächlich haben es mir Kinder geschrieben, glaube ich. Aber ja, wer es glaubt, viele Deutsche werden auch auf der Straße irgendwie von Türken beleidigt und die kriegen es gar nicht mit. Und dieses Video soll auch ein bisschen aufklärend wirken, um ehrlich zu sein. Ich habe mir jetzt auch extra so einen Look angelegt, so einen türkischen Proll-Look. Auch wenn ich keiner bin. Gut, dann fange ich auch gleich schon mal an. Ich habe euch 5 Ausdrücke vorbereitet. Von Anfang an muss ich sagen, ich bin natürlich gegen Ausdrücke und eigentlich benutze ich sie auch gar nicht. Aber ja, warum kein Video machen, das jeder guckt? Okay, also ich fange an mit Nutte. Das hört man ganz, ganz oft auf der Straße, ne? Also wenn Kinder das irgendwie oder ehrlich gesagt auch Erwachsene zu anderen Leuten sagen. Ja, Nutte auf Türkisch ist Orospu. Und Orospu muss man auch richtig aussprechen, ansonsten klingt das wirklich bescheuert. Weil dieses R, das haben die Deutschen so in dem Sinne nicht, ne? Dieses R, die sagen mal so R von R. Und die Türken, die rollen es hinten. R. Ja, das muss man hinten rollen. Weil wenn man jetzt Orospu sagt, das klingt irgendwie eher peinlich als beleidigend, ja. Ja, also man muss es wirklich das R ein bisschen mehr betonen und hinten rollen. Orospu. Ja, ja, lustiges Wort. Finde ich ehrlich gesagt auch irgendwie heftiger, wenn ich es auf Türkisch sage, als wenn man es auf Deutsch sagt. Ja, auf Deutsch klingt Nutte. Ja, Nutte. Das ist irgendwie gar nicht so krass, wie wenn man es auf Türkisch sagt. Orospu. Das klingt irgendwie noch mehr mit Nachdruck. Das zweite Wort ist Amına Kodum. Das verwenden hauptsächlich irgendwie Typen, also Jungs, Männer. Mein Onkel in der Türkei, der sagt das irgendwie 1000 Mal am Tag. Also man kann Amına Kodum, das heißt so viel wie, jetzt ist es schwierig zu übersetzen, so viel wie ich packe in die Muschi. Also in die Muschi packen. Was ist klar? Und das sagt man eigentlich als Typ. Für gewöhnlich, also Frauen sagen das auch, aber ja, man kann das eigentlich auch so im Satz sagen, einfach nur so, um etwas zu betonen. Viele schreiben im Internet ja auch die Abkürzung AMK für Amına Kodum, AMK. Ein Freund von mir verwendet das zum Beispiel die ganze Zeit auch einfach so, ich musste heute früher aufstehen, AMK, ja, AMK. So, also einfach nur so im Satz, im Sprachgebrauch haben es auch viele Leute drin, so ein bisschen Gangster-Style, ja. Also Amına Kodum, ja. Hauptsächlich Männer verwenden das. Gut, das dritte Wort ist Hurensohn. Das ist wahrscheinlich, wo viele drauf gewartet haben. Das heißt Orospu Çocuğu. Also Orospu für Nutte, ist klar. Und Çocuğu, das Kind von Çocuğu, ja. Also ich schreibe alles auch nochmal drunter in die Beschreibung. Und genau, also Çocuğu, Çocuk ist Kind. Çocuk, das Kind. Und Çocuğu, Kind von. Also richtig ausgesprochen, Orospu Çocuğu. So. Das vierte Wort ist, jetzt gibt es mehrfach im Türkischen, das wäre Schlampe. Das kann man sagen, Fahişe, Sürtük oder Kaltak zum Beispiel. Ja, 3 verschiedene Varianten, Fahişe, dann Sürtük oder Kaltak für Schlampe. Das Wort finde ich irgendwie ganz lustig. Ja, das verwenden viele Frauen irgendwie zu Frauen, ne? Irgendwie. Hört man auch oft. Das fünfte und abschließende ist verpiss dich, siktir git. Da muss man auch aufpassen, dass es nicht albern klingt wegen dem R. Siktir, das R, ne? Nicht re, siktir, sondern siktir. Siktir git für verpiss dich. Übersetzt wäre git gehen und siktir so viel wie verpiss. Ja, also verpissen gehen. Siktir git. Ja, das waren auch schon meine 5 Ausdrücke für euch. Wenn ihr noch ein paar kennt, dann könnt ihr die gerne unter diesem Video kommentieren. Und ja, oder ihr habt ein paar Wörter, die ihr gerne auf Deutsch wissen wollt, was das heißt auf Deutsch oder andersrum, eben ein deutsches Wort, was es im Türkischen heißen soll, könnt ihr euch ja alles gegenseitig kommentieren. Ich kommentiere solche Videos eigentlich selten selber. Und etwas zu Beleidigungen generell und an sich. Jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Ich finde, man kann mich persönlich gar nicht beleidigen. Leute, die mir nichts bedeuten, Leute, zu denen ich gar keine Beziehung habe in irgendeiner Weise, die ich halt nicht liebe oder wertschätze, die können mich eigentlich auch gar nicht beleidigen. Also an alle Hater und Leute, die
denken, jemanden beleidigen zu müssen, vor allen Dingen meine Videos, was ja auch oft vorkommt, ne? Ist ja jetzt hier bei YouTube nicht ohne. Das juckt mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, schaut euch ruhig meine Videos an, da kriege ich immer Geld. Ciao.